Ja. Du hast mein Haargummi geklaut. Du hast es schon. Was denn? Das war ja nicht. Das war er. Das war er. Was soll denn das hier? Ja und? Das war nicht. Internatradio von Schülern für Schüler. Jetzt für Sie die aktuellen Themen. Neuhausen. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Dabei kam ein 16-jähriger Jugendlicher, der vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, ums Leben. Tina Herold berichtet. Bisschen weiter nach vorne kommen, bitte. Genau, und jetzt von unten. Sorry. Voll cool. Emma, warte mal kurz. Kommst du? Ja. Emma. Dann. Emma, warte mal kurz. Ich komm nach. Ich wollte sagen, du warst gut beim Volleyballspielen. Ja, danke. Willst du mit mir morgen auf Renés Party? Nee, morgen habe ich keine Zeit. Ich bin auf einem Volleyballspiel. Aber am Samstag. Am Samstag? Was machen. Das ging gut. Irgendwann anders. Ja. Schreibst du mir? Ja, klar. Okay. Ciao. Ciao. Emma, mit der Zeit ist es scheinbar nicht so. Sorry.
Aufgabe, Stifte weg. Emma, mit der Zeit ist es schon so nicht so. Emma, mit der Zeit ist es schon so nicht so. Emma, mit der Zeit ist es scheinbar nicht so. Abgabe, Stifte weg. Ciao, Tim. Ciao. Hier das Internatradio von Schülern für Schüler. Jetzt für Sie die aktuellen Themen. Neuhausen. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Was? Dabei kam ein 16-jähriger Jugendlicher, der vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, ums Leben. Willst du mit mir morgen auf Renés Party? Dass du da immer mit ihm warst. Ach komm, das klappt schon. Es war ein trauriger Anblick, den man in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Landstraße vor Neuhausen geboten bekam. Tim Uhrmann fuhr auf seinem Fahrrad in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Er überschlug sich mehrmals und prallte, nachdem er ca. 5 Meter weit durch die Luft geflogen ist, auf den Weg.
Das mit der Emma wird nie was. Ach komm, das wird schon. Okay. Ich höre noch. Ciao. Kleidest du mein Haarstück heim? Ja, gern. Bevor du jetzt mit dem Fahrrad fährst. Ja. Aus den Betten gekrochen sind, die Sonne lacht und das bleibt noch das ganze Wochenende so. Also nutzt auf jeden Fall jede Sekunde und das am besten sinnvoll.